Willst du reden? Tu dir keinen Zwang an. Oh, ich dachte, du hast das vergessen. Yep, mit meinen Ersparnissen und den Credits von dir hat es gerade so gereicht. Lus Antrieb wird wahrscheinlich jetzt gerade ersetzt. Ende gut, alles gut. Ich bin sonst nicht so rührselig, aber vielen Dank. Ich habe das noch nie jemandem erzählt, aber Lu ist mehr als mein Partner. Sie ist meine Familie. Ich hatte es nicht leicht auf dem Unterdeck. Meinen Eltern war ich scheißegal. Aber Lu war immer da, als Übernachtungsplatz und um mich aus Schwierigkeiten zu retten. Ich weiß wirklich nicht, was ich ohne sie tun würde. Ja, ja, ich auch. Aber ich singe jetzt kein Loblied auf dich. Hab für heute genug von dem sentimentalen Scheiß. Danke jedenfalls. Du bist der erste anständige Pirat, den ich treffe. Ich find's ätzend. Deine Piratenfreunde haben Lucky Lu zerstört. Das vergesse ich nicht so schnell. Aber du hast mir den Arsch gerettet. Dafür schulde ich dir was. Und ich breche keine Versprechen. Ganoven-Ehre und so. Ist also schon okay. Aber deinen Kumpels schulde ich nichts. Ich kann nicht garantieren, dass ich ihnen keine Granate ins Bier werfe, falls wir sie mal im Last Nova treffen. Wow, eiskalt. Ich lag wohl falsch. Es sind nicht alle Piraten gleich. Hey, ich habe gesagt, was ich sagen wollte. Du bist mein Boss. Das ist okay. Mehr will ich nicht sagen. Ist ein Wunder, dass ich noch nichts Falsches gesagt habe. Okay, mir egal.